Wir sind immer noch in den Minen, in Ether One. Devlin-Minen. Und wissen, dass das Manual, wie man die Air Compression verändert, hinter irgendwelchen Schutztüren ist, also vermutlich hier oder dahinter. Und auch, dass man irgendwie die Schläuche anbohren muss, damit irgendwelcher Rauch entweicht. Aber, ach, schau mal, da ist der typische Kanarienvogel in der Mine. Der sollte davor warnen, wenn irgendwie unbemerkt Gas entströmt. Mhm. In der Mine haben sie halt so einen Kanarienvogel gehabt, weil die es halt eher bemerken, bevor die Leute das halt, bevor man das riecht als Mensch. Dann kann man sich rechtzeitig noch die Gasmaske aufsetzen. Ja. Tja, aber was tun? Haben wir das schon gelesen, die Nachricht? Ja, das war die eine von den kryptischen, beziehungsweise von den sehr poetischen. Wir haben noch den Hinweis gekriegt, dass man alte Nachrichten auch im Case wieder anschauen kann. Da könnten wir jetzt mal hinschauen und wir müssen irgendwie diesen Projektor reparieren, meinte die zumindest, dass man ständig über diese Projektoren stolpert. Was Teil ihrer Erinnerung ist. Und man sollte den doch auch mal reparieren, aber oder benutzen, aber ich habe jetzt irgendwie nicht, spontan fallen mir noch zwei Sachen ein, irgendwelche Gegenstände halt im Case, können wir nochmal gucken, was wir da genau haben. Und vielleicht können wir davon welche in die Presse legen. Das ist das Einzige, was halt im Moment ja irgendwie so bedienbar ist, oder? Ich wüsste trotzdem gerne, wo jetzt diese Notizen hinterlegt sind. Vielleicht ist das doch hier irgendwie was. Hier fehlt halt eine Filmrolle, ne, gerade. Ja, haben wir gar nicht. Ob man die irgendwie halt mitnehmen könnte. Was ist denn das hier? Die kann ich auch nicht aufmachen. Da können wir wahrscheinlich verschiedene Filmrollen hinterlegen, glaube ich. Aber ich kann die nicht mal öffnen. Ja, vielleicht ist, weil es noch nicht keine drin ist oder so. Keine Ahnung. Aber wo sollen denn dann die Notizen sein? Wenn die meinte, im Case hinterlegt. Ah, hier, siehst du, da ist eine. Ah, dann hängen sie an der Wand hier. Ist nur eine. Hoffentlich sind die nachher mit Bindfäden verbunden, wie sie das gehört. Das haben wir schon gelesen. Da beschwert er sich ja nur, dass das Compression Manual nicht finden kann, also das Handbuch. Yeah, it must be around here. You were the last one to have it. Could you please find and place it here on my desk? Okay. Haben wir nicht? Ah ne, das Air Compression Manual haben wir noch nirgends gefunden. Nee, okay. Nur dieses komische Psychologiebuch. Fast das gleiche. Tja. Manchmal auch viel komprimierte Luft, glaube ich. Also was nun? Guck mal an, was wir für Gegenstände haben. Wir haben zweimal so eine grüne Flasche, ein leeres Blatt Papier. Irgend so eine Flüssigkeit. Isopropylethyl. Reinforced Glass, Shatter Resistant. Das ist Glas, das auch unter hohem Druck nicht bricht. Das wird irgendwie. Das liegt jetzt irgendwie nah, wenn ich da halt Shatter Resistant draufsteht, dass man es kaputt macht. Ich weiß nicht warum. Ja. So, mach das und das nicht. Okay. Weiß ich nicht, oder nicht? Zurück, ist immer so. Wenn man keine Ahnung. Bloß nicht. Vielleicht, wenn ich das nicht kaputt machen kann, dann packe ich das mal in die Presse. Was ich ist das meine ich natürlich, das ist das Einzige, was meine ich deswegen. Das soll man halt nicht kaputt machen oder das ist shatter resistant, dann liegt es doch nahe, dass man das kaputt macht. Ich probiere es mal. Aber acht Minuten. Ah. Schneide ich nicht. Irgendeine Erinnerung zumindest von ihr getriggert. Was kann ich denn noch? Was hat sie gesagt? Auch wenn, so genau habe ich nicht zugehört, verdammt. Was kann ich denn noch kaputt machen? Alles. Oder halt noch mehr Sachen. Hol mal so eine grüne Flasche, haben wir zwei Stück von. Ja, aber das kann ja auch nicht so ganz in der Sache sein, oder? Doch, alles kaputt machen. Die Mundharmonika? Ja. Auch. Oh Mann. Geht nicht. Dann probiere ich die Mundharmonika. Aber jetzt nur so blöd, Trial and Error ist ja auch scheiße. Ja, ich denke mir, ach, wir können damit die Schläuche vielleicht perforieren. Ah, du bist ja ein Fuchs. Na? Boah, und da ist dahinter nämlich das Manual. Jetzt pass mal gut auf. Da geht nämlich die Tür auf. Die Tür ist nämlich verschlossen. Hat er doch auch geschrieben, dass er die Türen verschließt, weil es da mit dem Rauch Probleme gibt. Danach geht der Rauch. Meinst du, der Schlauch ist es? Ah, siehst du? Alter, hier, Klugfuchs. Wahnsinn. Geiler Scheiß. Du hast doch schon eine Lösung gelesen. Ich merke jetzt schon, ich bin schon wieder zu dumm für das Spiel. Aber ich bin ja auch zum Laufen da und nicht zum Denken. Gute Arbeitsteilung hier. The Devil's Chamber Part 1. Und zum Lesen. Ja, stimmt. Das habe ich mal gereimt. I hear the knockers calling me deep down the mining shaft. The temptress of the sea is rolling. Brimcliff will have the last laugh. The miners left their homes that day to stop the devil within. They never returned for their supper, lost in a void and maze of tin. We heard the blast ring out the town before the world fell quiet. The women and children cried out as the industrial machines went silent. Also reimmäßig echt nicht so. Könnte von mir sein. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit so klassischer Balladenreimstruktur beschäftigt. Hast du das? Das ist, glaube ich, was ihr auch ständig macht. Ja. Nee, da gibt es ja so oh, hier ist noch Wasser. Die klassische Ballade und so auch.
Ist das Wasser oder Gas? Wasser schon, oder? Das sieht nach Wasser aus. Da schauen wir, ja, das ist das Manual. Und das sind so geile Balladen teilweise, so Gedichte, so The Cremation of Sam McGee. Das ist der Hammer. Spray of perfume and it all comes flooding back. Aha. Ja, bring mal die Scherbe zurück, Ben. Nicht hier lassen. Ja. Aber wenn ich jetzt wieder was aufschlitzen muss? Dann können wir es immerhin wiederholen und müssen nicht irgendwohin zurücklaufen. Also das ist echt komisch, das Prinzip. Ganz geil ist das nicht, ne? Und was, wir sollten das ja auf dem seinen Schreibtisch wieder abliefern. Aber meinst du, das triggert dann was? So eine Erinnerung vielleicht? Möglich, ja. Da soll ich mich hier vielleicht erstmal umschauen? Vielleicht ist dann das Wasser hier weg oder so. Aber da ist noch eine Notiz. The Devil's Chamber Part 2. Their stark, lifeless forms are bodies lost in time, frozen forever deep underground, eternally singing this line. The devil will have its way if you step into his lap. He will torture and torment thee, luring you onto his trap. If you think you can escape his wrath, your mind is addled and lost, for the devil's chamber is on your back and your life will be the cost. Po für Arme. So schlimm ist es auch nicht. Nee. Aber Po ist besser. Weißt du, wenn du jetzt irgendein Gedicht stelle oder so von ihm, die du nicht kennen würdest, würdest du auch nicht sofort sagen, das ist ja ein Genie. Wahrscheinlich. Edgar Allan Poe. Ja. Ich habe neulich auch den Raben nochmal gelesen, weil ich eigentlich auch dachte, dass der in der Struktur ist, aber ist er gar nicht. Der ist ganz merkwürdig strukturiert. Das ist doch ähnlich. Es gibt doch manchmal solche Sachen. Es gibt doch einmal diesen weltberühmten Geiger. Paganini. Ich weiß jetzt nicht, welchen. Ich habe jetzt zwei Sachen, von denen ich nur die Hälfte weiß. Blöderweise, also diesen Geiger, der hat sich halt in so eine Fußgängerpassage gestellt oder ach, so. Ja. Und dann hat er gespielt und keiner hat so richtig aufgepasst. Ja. Und sonst rastet er alle aus und bezahlen viel Geld, um ihn zu sehen. Und ähnlich ist doch in London auch einer, der ganz, oder nee, in New York war es, glaube ich, so ein ganz berühmter Maler, der dann auch da an so einem Straßenstand hat, seine Bilder verkauft hat für $120 oder so. Für die Leute, die halt, wo er meint hat, dass dann Leute kaufen, die einfach das Bild wert ist. Und nachher kam es halt raus. Dass die Bilder oder hat er gesagt, wer er ist, hat er es nochmal angegeben und dann ist halt Bild, sonst kostet von ihm $50,000 und nicht 120 oder so. Okay. Und er wollte halt einfach, dass Leute das kaufen, war 120 auch nicht geschenkt, sondern nicht, dass jemand das einfach so kauft. Entschuldigung, dass ich das kurz unterbrechen muss. Ich war eh fast fertig. Es ging halt eben dem Künstler darum. Hey. Okay. Oha. Ja, sie meint halt nur, dass er dann gerne möchte, dass jemand sich das Bild kauft, der auch das Bild mag und dafür auch bereit ist, $120 auszugeben, was halt jetzt nicht so geschenkt ist. Ja. Ohne dass es aber jetzt um seinen Namen geht tatsächlich so. Das ist aber bei Kunst allgemein so, dass es gibt ja die einen, die sagen, Kunst ist das, was einer dazu erklärt, wenn es einer was macht. Also du brauchst halt den, der es macht und dann einen, der noch sagt, okay, das ist wirklich wichtig und das ist irgendwie sein Geld wert. Aber, siehst du? There it is. Our readings, they're showing that this is what's causing the symptoms of dementia in our patient. Or at least it's part of what's causing it. Cool. Ja, eben. Und die anderen, die... dass man als Künstler schon auch ein gewisses handwerkliches Geschick haben sollte, entweder als Maler oder eben als bildender Künstler, dass da auch tatsächlich ein bisschen... Das für sich selber steht. Nee, dass man das halt auch ein bisschen Können auch dabei sein sollte und so. Ach so. Und da dachte ich jetzt bei diesen, weil ich neulich mal in der Gerhard-Richter-Ausstellung war, der sehr populär ist. Und gut, der kann ja auch eine Menge oder so, aber dann habe ich ein paar Bilder von dem angeschaut und der ist halt handwerklich auch schon sehr, sehr gut. Das muss man halt auch mal sagen. So. Ist auch nicht verkehrt. Nee. Mit Jafar kommt halt beides zusammen, ne? Ja. Und bei anderen Künstlern tue ich mich dann eher schwer festzustellen, was denn der überhaupt kann. Also wenn mich der Ausdruck schon nicht besonders reizt und dann halt handwerklich das auch nichts Besonderes ist, dann und die Dinger trotzdem für viele 10.000 Euro verkauft werden, aber okay. So, schauen wir mal, was das hier ist. Dieser Ätherstein. Destroy it any way you can. Once the task is done, I'll be able to extract you from the memory and place you in another. Achso, dann haben wir das erste Level schon geschafft. Ja, aha, okay. Tja. Au. Oh. Whatever you do, don't listen to it.
Oh, er bricht jetzt alles zusammen, oder nicht? Vielleicht doch die Tür da oben. Was? Wow. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das ist ja krass. Hä, wie? Die Jean hat sich jetzt an das geklammert? Ne, es gibt jetzt zwei Fische. Wow. Steuerst du das gerade? Ja, so ein bisschen. Aber ich hab... Uah. Oho. Wow. Moments like stars are passing me by, burning so bright and so fast as if they never truly existed at all. They're so beautiful, so fragile. I want to hold on to them. I want to hold on and never let them go. Why can't I hold on anymore? Please. Restorer? Can you hear me? Ah, there you are. I'm sorry. What you've just experienced was a relapse of our patient's condition. Hopefully you didn't cause too much damage whilst inside. Now, the objective as stated is to locate Jean's artifact. At this present moment in time, we don't know what this item is. We need to gather information from important memories our client can still understand. Their core memories. Ist ja so, wenn jetzt... Eigentlich ist die Ausgangssituation ja so, dass wir es ja nicht zum ersten Mal machen. Also die Spielfigur macht das ja nicht zum ersten Mal. Restore ist ja sein Job irgendwie. Er wird das ja auch irgendwie kennen. Aber sofort misstraue ich jetzt der Phyllis zum Beispiel. Ja, ja. Weißt du, dass da irgendwie irgendwas ist da nicht ganz sauber. Wir sind jetzt in den Gehirn unterwegs und sollen eigentlich diese Plug entfernen und ihre Erinnerungen irgendwie dazu benutzen. Aber jetzt ist die ja davon, hat uns ja jetzt irgendwie gewarnt und irgendwie auch so, ja, die versucht nur irgendwas zu machen. So. Und sofort misstraut man ja der Phyllis, dass da irgendwas nicht ganz sauber ist jetzt. Naja, gut, aber als Demenzpatient misstraust du halt auch deinen Ärzten oft. Das meine ich ja genau. Eigentlich ist es ja, würde ich jetzt sagen, der Restorer weiß ja eigentlich, was er macht. Er hat das schon 50 Mal gemacht und ist jetzt alles nichts Neues für ihn. Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass das jetzt alles eine Richtigkeit hat. Aber ich jetzt als, nicht als Restorer, sondern als jemand, der es spielt, misstraut der Phyllis sofort. Ja, aber wenn, es ist halt auch merkwürdig, wenn du tatsächlich ein Restorer bist, der das schon ein paar Mal gemacht hat, dann sollte dir Phyllis auch nicht mehr alles erklären müssen, sondern... Ja, ne? Das stimmt auch wieder. Bestimmt sind die alle in Wirklichkeit tot. Mal schauen. Das ist immer die Lösung. Das ist immer Michis Lösung. Ich bin tot. So, wir sollen auf jeden Fall zum Hafen. Travel to Pinwheel Harbor. Mit T. Machen wir das mal. Zack. Aha. Aber sofort habe ich das Gefühl, so, ja, und die Phyllis will irgendwas will entweder halt die Jean hat ein Geheimnis, woran sie möchte, oder die möchte irgendwas anderes verbergen, was die Jean weiß oder so. Ja. Ja, das ist alles nicht ganz sauber. Man misstraut der ganzen Sache immer. Auf jeden Fall ist es sehr faszinierend. Also ich würde schon sehr. Ich fand die Stelle total cool, was hier jetzt los ist, und hoffentlich lohnt es sich. Also ich bin sehr, sehr sicher, dass sich das lohnt. Schau mal, ein Code-Rad. Für unser Case. Case vielleicht brauchen. Für den Tresor da. Also gleich mal zurückbringen. Mit. Und baue das auch gleich mal ein, sofern das dann geiler Scheiß funktioniert. Das hat die Stelle jetzt eben echt total interessant gemacht sofort jetzt. Sehr cool. Das wäre nur... Nee? Ja, so ganz rein logisch gesehen kann man es auch nicht so einfach draufpappen. Man muss das irgendwie aufmachen und draufschieben oder so, ne? Was ich meine. Aber das geht auch nicht. Zeig das, hol das nochmal raus, wie es aussieht. Mit E. Da ist ja auch gar kein Loch drin oder so. Ja. Okay, Dann brauchen wir erstmal was Löcher fräst. Legen wir es doch erstmal hier in den Schrank. Ab in den Schrank. Right here. Und zurück. An den Kühlschrank. Was gibt's hier noch? Chopped Tomatoes. Gut. Kann ganz praktisch sein. Andy Warhol wurde berühmt damit. Just a side note. Any item
items you pick up can be stored in the case. Ah, danke. Should you want to. Ist auch komisch, dass es jetzt so oft das wiederholt, ne? Hm. So für Doofe. Wie ist das bei Andy Warhol so handwerklich? Der konnte ja auch was. Also der kam ja auch erstmal auf die Idee und musste das natürlich auch alles verwirklichen, diese ganze Siebdruckgeschichte. Also der hat das schon auch mit den Händen gemacht. Painter's Journal. Eintrag 1 von 10. Genau. I have been told by my doctor that keeping a journal about my workshop work will be beneficial for my treatment even at this early stage. This morning's workshop I painted for the first time in around 5 years. My doctor was indeed right. I felt incredibly relaxed as I sat here in that light and breezy room, brush on paper. It reminded me of a time long ago when I used to paint professionally. I have struggled in remembering my most recent work, but I do remember that long ago I produced a painting that overlooked Pinwheel Harbor, tracing the coastline all the way to St. Paul's Lighthouse. A deep sense of inspiration was felt when this memory was rediscovered like an old photo album in the attic. It made me feel good again. Good. Gut. Gehen wir davon aus, dass es ein Eintrag von der Jean ist und die im Lauf ihrer Behandlung halt da ermutigt wurde, wieder zu malen. Ja. Und darüber hat sich jetzt an eine alte Szene erinnert hat. Oder sie hat früher professionell gemalt sogar und hat sich dann wieder erinnert, dass sie halt schon mal diese Szene vom Pinwheel Harbor, von dem Hafen gemalt hat. Mhm. Ja, bei Warhol war es ja so, dass dem sein Geniestreich eigentlich war, das Ganze, der Künstler muss eben nicht mehr alles selber malen, sondern er muss nur die Idee haben, das industriell zu machen. Ne? Explore whatever you can, das war also Kniff. In contact with any new information. Sie unsere Let's Plays, die von anderen gespielt werden und wir kommentieren die nur noch. Korrekt, ja. Und irgendwann kann man unsere Let's Plays auch ausdrucken und mit so Neonfarben und Marilyn Monroe und so. Das ist der nächste Schritt, dass wir auch gar nicht mehr sich selber besprechen, sondern jemand aus unseren alten Let's Plays halt die Wörter rausschneidet und dann durch so einen Algorithmus vielleicht, dass dann, was hätten wir jetzt gesagt in der Szene? Da so. Und du dann irgendwas über Kunst und so. Und dann kann man ein ganzes neues Let's Play zusammenbasteln, ohne dass wir noch irgendwie Hand anlegen müssen. Ja, eines Tages können spätestens, wenn die neuen Computer kommen und machen das dann alles für uns. Next Generation. Das ist ja süß. Guck, das wäre auch so ein Spruch, den man dann öfter mal benutzen kann. Das ist ja süß. Wow. You found one. A memory fragment. Good work. A ribbon. This must be Jean's representation of them within her mind. Aha. Hier kann man auch Ribbons. Ah, siehst du. Her memory fragments are in the form of ribbons. I'm going to store them here for you from now on. Right. Let's try to make some sense out of all of this. Das wäre doch was. Kannst du raufklicken auf die Schleife? Nee. Ja, coole Sache. Hat eine ganz interessante Wendung genommen in dieser Folge. Sollen wir das Bier auch mal mitnehmen? Nimm das ruhig mal alles mit. Aber ein Bier reicht erstmal. Ja, muss er nicht übertreiben. Naja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge können wir den Pinwheel Harbor noch ein bisschen weiter untersuchen. Ist auf jeden Fall echt jetzt spannend geworden. Ja. Ich bin sehr neugierig, wie es hier weitergeht. Ihr hoffentlich auch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.